Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Klar, ich geh mal rein. Warte, erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grabschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestell einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Dann geh rein. Viel Spaß, Puppe. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Wundert mich gar nicht. Willst du was trinken? Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vi. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vi. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab sie erwartet. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Nichts geht über Sansom. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Was dagegen, wenn wir über den Job reden? Hab gehört, du hast was für mich. Aber nicht hier. Los, komm mit. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Das kann ein geiles Stück wie ich. Alles ist in Ordnung, echt. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Hab ich gerade. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Wie? Ich mach meine Sache gut. Hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Dir ist klar, dass ich von dir mehr erwarte, als Datenterminals an der nächsten Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Ich bin die Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet, du und Dex? Schreibst du Dex' Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Fürchte, in das Viertel habe ich mich noch nie verlaufen. Schade. Das frische Essen dort ist sündhaft gut. Der Koch hat bestimmt einen Pakt mit dem Teufel. Also, wo genau finden wir diesen Chip?
In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten die Knospe zu bearbeiten? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Nein, nichts dagegen. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braves Mädchen, benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Sie ist für den BD hier. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy. Hab deinen BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Damit komme ich schon klar. Ziehen wir's durch. Okidok. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht.
Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann sie nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung. 3, 2, 1. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück. Ach, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Kein Stand, nicht kreativ. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scannen Sie. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr jetzt ab! Ach, kleine Zeisser! Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Manchmal kannst du Extra-Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hüpf den Boden für mich küssen! Yeah, yeah. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen.
Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mach ich dich fertig. Ich schwör's. Bunker auf der Stiege. Birne weg, Booster. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V, was gibt's? Bug, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Compeki Plaza. Ein Braindance. Compeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Mhm. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Papsi, bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein, dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, V. Das könnte wichtig sein. Minute. Das werden wir schon sehen. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Du wirst mir zuhören.
brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savlo ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Verstanden. Das... Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du, willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlaft sie meinen Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Nur ein Edelkühlschrank. Ist bei ihm Teufel. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Ja.
Hast du alles? Hab genug. Ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Buck. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Beruhig dich. Ich habe alles im Griff. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Jody, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Eine Sekunde. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Wie sieht's aus, Miss V? Evelyns Aufnahme aus dem Konpecki war die Mühe wert. Wunderbar. T-Buck hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V. Das nächste Mal scheiße noch. Ich bin ein Phantom, der letztlich durch die Fahrt. Arsch!
Privatbesitz. Nur überlegene Wesen erlauben. Du sie auf! Au! Hab ich dich? Oh, wow! Darauf habe ich gewartet! In der Nähe. Wir haben ein Problem in Worm. Verstanden, Zentrale. Wen wundert's? Wir sind gleich da. Tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Na endlich, chica. Sieht aus, als hättest du einen Marathon hinter dir. Ist was passiert? Jahrelange Söldnerarbeit. Und trotzdem schwitze ich wie ein Schwein, wenn Ma anruft. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Und weißt du was, wie? Wir haben's uns verdient, Chica. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Und wer oh, seid Scheiße. Ihr, Clowns? Muss ewig hier sein. Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden.
Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Und durch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, ja. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blackhand. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands, komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was muss ich tun, damit dein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Auf Night City. Und das Afterlife. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex' neuster Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Hals und Bein, Bro. Danke. Hier. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjitsu? Yep. Meinst du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Miss V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Miss V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Konpecki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßlicher Erbe. Mhm.
Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um so einem Mann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in einer Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit.
Okay. Können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja. Lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße. Darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mäht eine ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Dex knausert nicht, ha? Huh? Jedenfalls wissen wir jetzt, wofür er seine 65% raushaut. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey. Wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Weh, ruf mal Jackie an. Erzünktest. Sicher ist sicher. Und? Nur Rausch. Wir nähern uns unserem Ziel. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Hör dich laut und deutlich. Perfekt. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Hanna. Gehen wir. Warte, ich hol den Flathead. Heute
gefahren hat. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Und? Ramon, du willst Hajime Taki sprechen. Militärtech-Abteilung. Willkommen im Konfetti-Plaza. Papiere sind für den Flathead. Kein Problem. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment mehr. Bitte sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, 2 Erwachsene, 1 Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita. Wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Hanna. Alles in Ordnung. Danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Hanna? Hm? Ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack. Das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Nicht rum. Das ist ziemlich krass. Das sind Profi-Puppen. Die Bar sieht nett aus. Wir kommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Als hätte jemand einen Hund verkleidet. Oh, und du siehst besser aus, oder was? Как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантао.
Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Also, доверен wir. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Solltest du nicht nach dem Schacht suchen? Jackpot! Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Da, die Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Bug? Aber das bringt Problem. Ja schon ordentlich. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Ich lenk sie ab. Bleib da, was haben wir denn im Subnet? Okay. Schon dabei. Aber auch ein wenig verstörend. Am Ende reden wir doch nur von Cyberspace, richtig? Wie wär's mit dem Fernseher? Ja. Ich sage, such weiter. Gut aussehen. Dickreich, frecher Blick. Das Terrarium hat eine Steuertafel.
Glaubt das wird nichts. Arasaka? Männer wie der sind immer Single. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Aber sein Schwanz steckt immer ja. Woanders. Verlinkt den Flathead damit. Ja, bei dem Saka sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Buck, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch gar nichts. Hast du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Eliyahu, dem letzten Befreier, und zugleich der Fluch von Arasakas. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich leg einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Hm? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur grad dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine Scheiß-Gang.
Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren Scheißjob. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Da kommt was raus. Komm her, Wie. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wird schon reichen. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Gesellschaft! Park? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir,
Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich weiß es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Oh, fuck. Azushitefure. Arasaka-sama. Mada bodychecku no owatte imasen. Watashi no musuko da. Sonjite orimasu. Omochi shimashou ka, Rei no? Watashi ga yaru. Itte kure. So knapp, wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kayane! Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか？ 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか？私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えていない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka
wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. どこを持った？どこ？そうだ。何の話です？竹村、お前の仕事は何だ？何の話です？単純な質問だ。答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。 Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Buck, du musst uns hier rausholen, sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Fenster, los! Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nicht jetzt! Die haben mich... Buck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Du schaffst das, Jackie. Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Oh, Scheiße! Oh, das war knapp. Der Relic! Madres! Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter, Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter, Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Konpeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del! Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen.
Ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Sauber. Bitte verbleiben Sie in Ihren Adressen. Den Kopf runter. Wir gehen da runter. Wozu das leise aus. Na, Kommando? Wir sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Schreck! Sie haben uns gesehen! Volltreffer! Als dein Leben Dauergang in diesem Teil. Geht mir besser aus dem Weg, Sonios! Glaubst du echt, du hast eine Chance? Das waren wohl alle. Köpfe runter! Ein Schuss, ein Toter! Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Machen wir sie fertig! Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals.
Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute, ausgerechnet heute, ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wir überleben das. Wieso? Weil du es beschlossen hast? Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Auf der Stelle! Sie versteckt sich! So erwischt! Unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So ein Mist! Bitte bleiben Sie ruhig! Straßenblumen. Oh, Huevos! Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Nicht einfach auf!
Arbeit, Del. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper, Doc. Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Vic. Vic Vector wird sich um ihn kümmern. Seine Familie sollte ihn so nicht sehen. Natürlich. Verstanden. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Mich rein. Erwartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Wir wenden uns nun erneut dem Thema der Woche zu. Ja, er ist im Auto. Tot. Des Megakonzerns Arasaka. Das langjährige Oberhaupt der Arasaka Corporation. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Konzernhotels Konpeki Plaza ermordet, wo er für ein Familientreffen war. Saburo Arasakas Sohn Yorinobu. Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben!
Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addis, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht, alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Alles klar. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhm reicht auch gegen andere. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Du kannst nicht rauben. Hey, hey, cool bleiben. Heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Was bist du dafür? Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Ja, aber ich will es weiter. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Du bist spät. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein! Silver Hand? Hey, Scheiter! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar?
Verkehr ist abgeschnitten, nichts läuft. Militär auf den Straßen in Watson. Hurensöhne. Was da draußen abläuft, waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayne richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern trampen. Schluck die Gewissensbisse runter. Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Link mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Du bist mit mir! Na los! Muss ich hier alles allein machen? Oh. Einheiten am Boden! Genug gespielt! Dyson! Murphy? Sie suchte mit Fingerhüten, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny, Ladung! Shido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los! Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka Elite im Anmarsch, los, Johnny. Weg! Schieß die Kabel durch! Schalt die Motoren an! Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Ich wusste es, verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Schwere Verluste! Flankenformation! In Bewegung! Gott,
Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen! Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. まだ生きています。わかりました。向かいます。 Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono yona koto. Wieso hast du das getan?
um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. Da ga shisha wa chigau. Shisha wa yuben da ga, karera wa keshite uso wo tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashisa ga aru. Hajimero. Und du? Wer bist du? Sie aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました. この女で間違いありません. Hi. 時間後には着くかと。ヘル、ミア、ライザー。クソ、ひどい匂いだ。 Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe.
Arasaka. Wieder um. Halt die Augen offen! Fuck! Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Repertoire, dem du vertraust? Wen? Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Victor. Flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Scanner zufolge sind sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistis Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen Ihren Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralboxen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt sie. In der Tat, wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe gebrochen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir sie rein. Ich schaffe es nicht! Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesti! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Sie stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Wie geht es ihr? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Weiß nicht weg. Es dröhnt in meinen Ohren und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut.
bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet, Vic. Hatte noch nie so eine Angst. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, Vic. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Ich soll die Erinnerungen einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand, ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du hast nicht mehr lang, Kleiner. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Weg! Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Weg! Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Ich muss sterben. Ich werde sterben. Behauptest du, richtig? Beweis es mir. Dex hat dich erschossen. Die Kugel hat deinen Chipslot und dein Gehirn verletzt. Der Biochip hat dich wiederbelebt und kurzschließen lassen. Daten in deinen Kopf hochgeladen. Für ihn war dein Gehirn ein leeres Gefäß, das mit dem Engramm auf ihm gefüllt werden musste. Leeres Gefäß? Aber ich bin hier. All das bin ich. Der Splitter liest nicht. Er schreibt. Deine Kopfschmerzen? Der Biochip verbindet deine neuralen Pfade neu, schafft neue neurale Strukturen und beseitigt die alten. Aus Sicht des Splitters bist du alles, was übrig ist. Ein Tumor, der entfernt werden muss. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Vic! Ich weiß es nicht, Kleine. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Und dann starb er. Und ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine... Ich könnte schon tot sein, oder?
Darauf solltest du dich nicht fixieren, V. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudoendotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Ich muss mich hinlegen. Hier, ich hab noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Du bist wunderbar, Misty. Danke. Gute Nacht, V. Süße, friedliche Träume. Verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Hab keine. Dann geh und kauf welche. Ich brauche nur eine. Eine letzte. Was zum Teufel, Mann? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich!